Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zu Donkey Kong 3. Ja, in der letzten Folge haben wir noch zum Ende hin Diddy befreit und ich schaue mich jetzt mal ein bisschen um. Okay, da kommen wir nicht hoch. Wohl nicht ohne Hilfe. Okay, ist so eine freischwenkbare Kamera. Ah! Nee, da ist, okay, da ist was für die Erdnuss. Da sehen wir auch gleich die ersten roten Bananen, die wir mit einsammeln könnten. Das machen wir doch selbstverständlich, aber ich würde mal sagen, wir springen mal hier A4 hin. 61 Bananen haben wir. Wir gehen mal zu den Jungs hier rein. Was können wir denn hier machen? Howdy Donkey, we can help you progress for... Okay. Ah, da müssen wir uns draufstellen und Bananen füttern. Das ist auf jeden Fall geil. Das heißt, man hat doch eine Herausforderung, diese Bananen wirklich zu sammeln. Das machen wir doch mal. 60 haben wir mit. Hier, wirft ihm die Bananen zu. Nom 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 nom. Haben wir. Bam. Ich kann den Schlüssel umdrehen. Fein. Was befindet sich dahinter? Ich weiß es nicht. Okay, Kong. Okay. Was kommt? Was ist denn dahinter? Könnte es der Endgegner sein? Dann gehe ich da noch nicht hin. Wenn das der Endgegner ist. Dann würde ich lieber mal auf Diddy wechseln. Jau. Laber mich nicht zu, do. Mit dem haben wir noch keine Münzen. Ich feier ihn. Ey. Jawohl. Er ist auch besser, auf jeden Fall beweglichere Moves. Die ersten 10 Bananen. Ich würde mal sagen, wir machen mal einen kleinen kurzen Save hier. Da sehen wir auch, wir haben keine Münzen. Nee. Das haben. Ach, warte mal. Nee. Die Kanone haben wir auch noch nicht. So, mal schauen, wie wir da dran kommen. 10 Bananen, sauber. Da sind halt noch Granaten. Die 3, die hatten wir, glaube ich, die war auf dem anderen Ende, ne? Ja. Die war am anderen Ende. Da kommen wir jetzt auch hin. Da haben wir das, da haben wir das. Ah. Zeigen sich auch hier unten erkenntlich, dass wir hier unten. Din, 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 din. Steuerung unter Wasser. Einmal dreh. Gott sei Dank können die unendlich tauchen, dann hätte ich schon längst verloren. Drei hier. Ich würde sagen, wir schauen mal weiter. Vielleicht finden wir neue. Aber wir haben sie vorher nicht erkannt. Da sind noch Bananen. Oh mein Gott. Lasst es keine Schwimmlevel geben. Ich glaube, dann habe ich verloren. Dann kann so mal so ein Part vielleicht mal 10 Milliarden Jahre dauern. Bei meinen Schwimmskills hier. Da haben wir noch Granaten. Fein. Ich muss gerade überlegen, gab es nicht für 3 Dinger für mich was zum Kaufen? Oder für die auch? Mit der gleichen Anzahl, was natürlich optimal wäre. Kiste. Was kriegen wir denn da raus? Kriegen wir da wirklich eine Melone? Ja. Da sind noch Bananen. Okay. Da können wir runterspringen. Ich schau mal. Vielleicht finden wir noch mehr. Ich halt immer Angst habe, sind halt immer diese
Also Grafikbugs. Und wir holen uns immer die erste Banane mit Diddy. Hä? Können wir die nur mit Donkey holen? Okay. Das ist natürlich heavy. Okay, dann holen wir uns die mit Donkey. Würde ich aber... Oh, das können wir ja so machen. Und dann springen wir mal... ja... Da rein. Ne, andersrum. Okay, geht gleich direkt an Donkey Kong dran. Dann holen wir mit Donkey Kong wieder auf die 2. Und können so auch die Banane holen. Da hole ich mal was anderes. Was anderes könnte ich mir nicht vorstellen hier. Ja. Die konnten nur mit Donkey Kong holen. Ah, jetzt geht's unten weiter. Sauber. Ah, jetzt gehen alle Türen auf. Ja. Frage ist, machen wir das denn? Ich würde aber erstmal gerne mit Diddy noch halt die Erdnussflip-Dinger holen. Nicht was mit Erdnussflips, sondern können wir ja wieder zurückgehen hier unten. Ja. Bam, bam. Wir müssen auch, irgendwo waren ja auch rote Bananen, die wir sammeln konnten. Bam, bam. So, Erdnussflips. Snipsaku. Ach, hier hatten wir auch so ein Wechselding, okay. Sind hier noch Bananen? Ne. Ah, okay, wir können schneller runterspringen. Das ging aber noch nicht offen, okay. Aber runter. Dille, 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 dille. Check this out. Ja, gib her. Peanut Popguns. Da. Genauso, ne? Ja. Flipp ich mal. Bye bye, Funky. So, mit den Erdnussflip-Guns haben wir jetzt oben. Und da hinten zwei Sachen. Ich würde dann erst das da oben machen. Wo es uns hinführt, keine Ahnung. Jetzt haben wir nämlich. Ja, Mann, ich find's geil. Können wir denn damit... Ich glaube, wir müssen zielen an unserer Stelle. Oh, was war freigeschaltet? Ah, da oben in den Turm rein, okay. Was können wir da oben machen? Mio. Mio. Ich würde halt gerne nicht runterfallen wollen. Genau deswegen. Ach, das verschwindet auch noch. Okay. Ja, das wird jetzt eine Herausforderung. Jetzt sehen wir auf jeden Fall, was hier auf uns zukommt. Hier die Kamera drin. Ah, hier haben wir einen. Hier haben wir einen Eingang. Ich würde sagen, da ist nichts. Außer Granaten. Dann hupschen wir mal schnell in diesen Eingang rein. Kleines Geheimnis. Was haben wir denn hier? Hm. Ich wollte nur die Cranky's Help. Ah, okay. Wir brauchen erstmal Cranky's Hilfe hierfür. Sieht man, dass wir irgendwas bekommen, was uns wohl später weiterhilft. Alles klar, dann wissen wir das auch schon mal. Ei! Bisschen bitte die Melone, danke. Gut, dann können wir ja da, wo das Schweinchen und das Nashorn waren, noch hingehen. Hep.
Quatsch. Oh, Glück gehabt. Da haben wir rote Bananen. Da genau. Hol dir die Melone. Da ist es. Und du? Keine Ahnung. Können wir vielleicht offen lassen? Nein, nicht so viele. Nicht so viele verschießen. Gut, wir können eigentlich genug Munition, wie viel wir finden können. Oh. Okay, kannst du bitte dich noch mehr hinlegen? Ah. Was ist das denn jetzt? Ist das ein Blueprint? Das könnte das so ein Ding sein? Oh. Vermute ich mal. Okay, hier hat noch Donkey Kong was zu tun. Was wir dann hier natürlich finden. Ah. Aha. Okay, hier geht's dann weiter. Ich würde mal sagen, wir schauen mal eben mit Diddy weiter. Bevor wir mit Donkey Kong zu Ende machen. Na, Nashorn können wir spielen? Oder finden wir? Hier haben wir noch einen blauen. Der uns scheint aber nicht weiter zu helfen. Wo ist er denn? Können wir das einsammeln? Ne, können wir nicht. Also brauchen wir irgendeinen blauen Wind. Wer ist denn? Oh, wer könnte denn blau sein? Wisst ihr nicht. Aber, wir können ja mal eben da hinten laufen zu Cranky. Der uns eventuell vielleicht weiterhilft. Und wir schauen mal eben hier quer durch, ob wir noch Bananen für uns haben. Hier haben wir keine. Oh, hier haben wir Riesenbiber. Und, ah, da hängt, schaut, da ist das Nashorn. Oho. Da haben wir nix. Da haben wir noch eine Palme. Aber auch nichts, schade. Okay, hier ist die Nummer 4. Könnten wir eigentlich mit Diddy erst das eine beenden? Weil ich weiß ja nicht, was wir hier machen müssen. Hi, Cranky. Ah, wir müssen auch hier was kaufen. Okay. Ja, natürlich. Wollen wissen, was wir kriegen. Chimpy Charge. Was macht das denn? You have no to get the powerful Schalter. Da ich jetzt nicht gelesen habe, was. Hm. Wir gehen nochmal rein. Okay, das kann ich bestimmt. Das ist das bestimmt, was er meinte. Ja. Blau ist auf jeden Fall da. Blau, grün und lila. Aber zu wem ich was zuordnen würde. Oh, keine Ahnung. Aber jetzt können wir mal eben alles einsammeln. Schau mal hier oben. Ist bei dem Nashorn noch was? Nee. Gut, der Schwung ist jetzt ein bisschen nervig. Aber das ist ja egal. Okay, weiße Haare da jetzt. Ah. Hold up. Haben wir. Und ich würde sagen, ich mache gleich hier, wenn wir draußen sind. Ja, hier an der Stelle.
mache ich einen kurzen Cut und wir sehen uns sofort wieder. Bis gleich.